Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes und zwar ein Überraschungs-Unpacking sozusagen. Ich habe heute Geburtstag und gestern ist ein Paket bei mir angekommen, was ich heute an meinem Geburtstag mit euch auspacken möchte. Ich habe nicht mit dem Paket gerechnet, aber das Paket ist von Tanja und Tanja hat mir eine kleine Geburtstagsüberraschung zugeschickt und ich dachte mir, ich packe das jetzt gemeinsam mit euch aus und somit habe ich dann auch gleich was für Tanja gemacht, weil Tanja meine Reaktion sehen kann und ja, ich weiß auch noch, dass mich noch ein weiteres Paket im Laufe der Woche erreichen wird und wenn ihr das Video seht, habe ich logischerweise dann nicht mehr Geburtstag, aber dann hatte ich eben Geburtstag und das ist jetzt hier sozusagen ein Geburtstags-Unpacking und ja, ich freue mich total. Ja, und wie gesagt, es kommt noch ein weiteres Paket an von einer anderen Freundin, das seht ihr dann im Anschluss. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal gemeinsam um Tanjas Paket. So, also das ist das gute Stück. Es hört sich schon mal so an, als wäre ein Buch drin. Ich habe es jetzt eben schon mal aufgeschnitten, damit wir da jetzt gleich gemeinsam reinschauen können. Falls es so ein bisschen raschelt, jetzt tut es mir total leid, aber mein Mikro steht auch da. Das heißt, ihr werdet das jetzt auf jeden Fall hören. So, wir schauen mal gemeinsam rein. Oh, also erstmal sehe ich ganz viel Konfetti. Rosa Konfetti. Und ein Geschenkpapier mit Blumen sehe ich. Und eine Karte. So, erstmal die Karte. Huh, und den ganzen Konfetti. Okay. Wir machen erstmal die Karte auf. Die besten Wünsche zu deinem Ehrentag. Da ist ein Mops drauf und ich mag Möpse. Ich weiß gar nicht, ob Tanja das wusste, dass ich Möpse mag. Ich schau mal rein. Oh, ja, ich kann das alles nur zurückgeben, Tanja, und vielen lieben Dank für die Karte und für die Mühe und allgemein für die Überraschung. Und wie gesagt, ich kann die Sachen, die du da geschrieben hast, nur zurückgeben. Und ja, ich versuche euch das mal zu zeigen, was ich jetzt sehe. Also ich sehe jetzt hier Konfetti und Blumenpapier. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal unter das Papier. Dann ist noch mehr Konfetti, meine Katzen werden total eskalieren. Okay, als erstes haben wir, oh wow, Chocolate Cookie Coffee Break, Edelvollmilch Schoko gefüllt mit Kaffeecreme. Finde ich mega geil, ich liebe Schokolade und ich liebe Kaffee. Kenne ich auch gar nicht, noch nie gesehen. Probiere ich auf jeden Fall aus. Oh, ich sehe schon was, was mit Katzen zu tun hat. Post-its, also so kleine Klebebabbler, um die einzelnen Abschnitte zum Beispiel zu markieren bei einem Buddy-Read. Weil, falls ihr es nicht wisst, Tanja und ich, wir machen gefühlt jeden Monat mindestens ein Buddy-Read. Und dann diese Katzen. Und dann sind noch mal welche drin. Das sind Lollis. Oh, und noch mehr Konfetti. Kann ich eine Party feiern, du. Ja, ich glaube, das sind Lollis oder Bonbons. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt in der Kamera erkennt. Aber auch, wie gesagt, so Page-Marker. Dann haben wir noch mehr Konfetti. Oh mein Gott, so viel Konfetti. Wahnsinn. Eine Skin-Maske von Garnier. Darüber hatten Tanja und ich das tatsächlich auch schon. Weil ich ihr erzählt habe, dass ich koreanische Hautpflege ausprobieren möchte. Und das hat dann alles nicht so geklappt, wie ich das wollte. Und jetzt habe ich eine Hydra Bomb Tuchmaske für Intensivfeuchtigkeit und einen Glow Boost. Yay! Nee, so Masken finde ich tatsächlich momentan super spannend. Dann schauen wir mal weiter. Noch mehr Konfetti. Boah, so viel Konfetti. Ich raste aus, ey. Was ist denn das? Klimaneutral. Das ist das erste Mal, was ich sehe. Katjes, klimaneutral. Wunderland, Pink Edition, ohne tierische Gelatine. Übrigens keine Werbung an dieser Stelle. Also das sind, Gummibären. Und, geil, mega. Habe ich schon ewig keine mehr gegessen. Also trifft sich echt gut. Dann haben wir hier im Übrigen noch so Geschenkband in Glitzer und Silber. Und so viel Konfetti, Leute. Ey, krasser Scheiß.
Seht ihr das? Wie viel Konfetti und wie viel Ding da drin ist? Voll krass. Mein ganzer Tisch hier ist voller Konfetti. Tanja, du hast das echt ein bisschen übertrieben. Das ist eine ganze Packung Konfetti. Scheiße. Okay, also das nächste schaut aus wie ein Buch. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Mein Mikro ist, glaube ich, jetzt auch schon voller Konfetti. Ich glaube, ich muss dazu jetzt mal schnell eine Schere holen. So, ich bin bewaffnet mit einer Schere. Jetzt schneide ich das mal auf. Ich meine, können wir mal ganz kurz noch festhalten, bevor ich es auspacke, was das für ein voll cooles Geschenkpapier ist und wie talentiert sie ist, es einzupacken. Ich glaube, da hat sie... Ja, ich kann das nicht so schön. Okay, jetzt wird es nochmal laut, Leute. Wie gesagt, Mikro steht genau vor mir. Ihr müsst da jetzt leider durch. Ich reiße es auf. Okay, ich habe jetzt schon mal eine Ecke aufgerissen. Da steht Pipa. Also es ist ein Buch von Pipa. Es ist blau. Es ist blau. Türkis. Und da fällt etwas in Konfetti. Dieses Konfetti. Okay, ich sehe es jetzt erst mit dem Rücken. Ihr seht es tatsächlich als erstes. Was bist denn du? Let Me Kiss You, Stephen und Marie von Asuka Leonera aus dem Pipa Verlag. Wow. Okay, ich lese euch vor, um was es geht, weil ich weiß es auch nicht. Kannst du dich zweimal in denselben Menschen verlieben? Eine bittersüße New Adult Story für Leserinnen von Christian Callahan und Helena Hunting. So hat sich Marie ihr Leben definitiv nicht vorgestellt. Erst musste sie ihren Traum als Turnerin begraben und nun braucht sie dringend einen neuen Mitbewohner, um weiterhin Sport studieren zu können. Dummerweise stellt sich der einzige Anwärter für das Zimmer als der Mann heraus, der ihr vor 3 Jahren das Herz gebrochen hat. In Stephens Leben zählen 2 Dinge, unkomplizierter Spaß und Fußball. Als selbsternanntes Gottesgeschenk an die Frauenwelt sieht er kein Problem darin, mit einer noch unbekannten Kommilitonin zusammenzuziehen. Doch dann ist diese niemand anderes als die Frau, die sich bereits vor 3 Jahren langsam in sein Herz geschlichen hat. Vom ersten Moment an sprühen zwischen den beiden die alten Funken. Schon bald müssen sie sich die Frage stellen, kann man sich zweimal in denselben Mensch verlieben? Klingt doch cool, hä? Wow. Mega. Wow, ist das klein geschrieben. Ist ja wie eine Bibel. Krass. Okay. Ja, um die 300 Seiten. Also ich würde sagen... Ja, wir können das gemeinsam lesen, Tanja. Ich freue mich total. Das Buch wäre total an mir vorbeigegangen, aber es klingt doch echt nicht verkehrt. Und von der Autorin kenne ich auch noch nichts. Und ich glaube, das Buch ist irgendwie wirklich total an mir vorbeigegangen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Außer, yay, ich freue mich. Und hier liegt überall Konfetti. Was ich jetzt erstmal aufräumen gehe. Und ja, für euch kommt jetzt noch das nächste Unpacking, ein paar Tage später vom anderen Paket. Aber für mich geht's jetzt erst einmal in die Stadt Bücher shoppen mit einer Freundin, weil, wie gesagt, ich habe Geburtstag. Und ja, ich räume jetzt das auf und schreibe Tanja direkt jetzt eine Sprachnachricht. Und auch hier nochmal, Tanja, ich bin so froh, dich gefunden zu haben. Wir sind wie Topf und Deckel. Ich freue mich so sehr, dich gefunden zu haben. Und ich freue mich auch so, so sehr über dein Geschenk. Das hat mir meinen Tag wirklich versüßt. Und ich schreibe dir jetzt. Und dann können wir lachen darüber. Und ja, selbstverständlich kriegst du dann natürlich auch ein Päckchen von mir an deinem Geburtstag. Und ich möchte dann auch so ein Video sehen. Selbstverständlich. Also dann ja, Dankeschön und ja. So, für euch gerade mal eine Sekunde später, für mich sind jetzt 2 Tage vergangen und das Paket von der Feli kam bei mir an und ich wollte das jetzt auch gemeinsam mit euch auspacken. Ja, Feli ist eine sehr gute Freundin mittlerweile geworden. Ich habe sie über Bookstagram kennengelernt
Und es gibt eigentlich kaum einen Tag, wo wir keinen Kontakt haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt ein Geburtstagsgeschenk von ihr bekomme. Und ja, ich würde sagen, wir packen das auf jeden Fall jetzt gemeinsam aus. So, ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen aufgemacht. Das ist das, was mir entgegenlacht. Also Geschenkpapier sehe ich schon mal und eine Karte. Und ich würde mir jetzt erstmal die Karte schnappen, damit ich die aufmachen kann. Ich warne euch auch jetzt wieder davor, mein Mikro steht genau vor mir. Das heißt, ihr werdet es hören, das Rascheln hören. Das tut mir unheimlich leid, aber ich habe leider bisher auch keine andere Möglichkeit gefunden. Also, das ist schon mal die Karte, die mit drin ist. Und jetzt lese ich mal, was drin steht. Ja, es sind einfach Geburtstagswünsche. Lieben Dank, Feli. Ich bin mir sicher, ich werde mich über alles freuen, was du da eingepackt hast. Und bin jetzt ganz gespannt. Und dann fangen wir mal an. Ich nehme erstmal das ganze Füllmaterial raus, um dann mal zu gucken, was da jetzt eigentlich alles drin ist. Okay, schaut jetzt wie folgt aus. Es sind verschiedene Sachen drin, die einzeln verpackt sind. Und ich würde sagen, wir starten mit irgendeinem Teil. Ich greife mir jetzt mal eins und dann packe ich das mal aus. So, als erstes haben wir hier so ein kleines Ding. Übrigens sehr lustig. Tanja hat ja auch so Leoparden Geschenkpapier benutzt und Feli jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist hart, aber auch irgendwie nachgiebig, also schon weich. Keine Ahnung, was es sein soll. Könnte irgendwie so ein Labello oder sowas sein. So eine Pappverpackung oder so. Bin mir nicht sicher. Ein Real Techniques Sponge. Das ist was zum Schminken. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist so ein Beauty-Schwämmchen. Das ist tatsächlich was ich sehr gut gebrauchen kann, weil ich habe gefühlt 10 Stück, aber alle schon relativ schmuddelig. Das hört sich jetzt irgendwie eklig an, aber das meine ich nicht, sondern die sind halt einfach ein bisschen alt und ja, aber ein neuer, juhu. Nee, das kann ich wirklich super gebrauchen, darüber freue ich mich sehr. Dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht, dann nehme ich doch mal das. Das könnte auch irgendein Kosmetikprodukt sein. Vielleicht irgendwie eine Maske oder sowas. Oder, ja, also ich würde jetzt sagen, eine Maske vielleicht. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich das jetzt nicht per Video festhalten würde, würde ich das Papier niemals so zerreißen. Ich bin nämlich jemand, der wirklich feinsäuberlich normalerweise die Klebestreifen wegmacht und es dann wirklich ganz ordentlich auspackt. Ja, aber ich glaube, ich hatte recht. Einmal von Isana eine Tuchmaske. Ich habe es ja schon beim anderen Paket gesagt, solche Masken finde ich momentan super toll. Und eine Handmaske. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie ausprobiert. Da freue ich mich auch. Also Masken sind momentan voll mein Ding. Ich glaube, das wussten beide. Da freue ich mich auch total drüber, weil Masken, wie gesagt, kann man nie genügend haben. Und so eine Handmaske habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert. So, jetzt haben wir eigentlich so das Kleinzeug ausgepackt. Jetzt ist noch Folgendes im Karton. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich hole es mal raus. Einmal das Buch nehme ich an. Es schaut jetzt aus, als wäre es eine Broschüre. Und das hier. Und ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Tasse ist. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Vermutung. Ich packe es mal aus. Also es ist auf jeden Fall in einem Karton nochmal drin. Also könnte ich recht haben mit der Vermutung, dass es vielleicht eine Tasse ist. Ja, es ist tatsächlich eine Tasse, aber ich sehe es noch nicht. Von Buchmädchen. Da gibt es so Bookish-Merch. Da habe ich selber aber tatsächlich noch nie irgendwas bestellt, aber ich kenne die Seite. Oh,
schön. Da steht drauf, all what I want, books and cats. Man kennt mich zu gut. Ist die nicht schön? Oh, ich freue mich. Oh, das wird eine meiner Lieblingstassen. Ich sehe es jetzt schon kommen, weil die so gut zu mir passt. Und ich liebe Katzen und ich liebe Bücher. Und ich weiß nicht, was ich mehr liebe. Ich glaube, Katzen liebe ich ein bisschen mehr wie Bücher. Aber die ist so hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, ihr seht, wie hübsch die ist. Oh, die ist aber richtig, richtig toll. Oh, da freue ich mich so sehr. Dankeschön. So, und dann haben wir selbstverständlich das letzte, ich denke mal das Herzstück vom Paket, und zwar das Buch. Ich muss ja dazu sagen, Feli und ich haben uns ja letztes Jahr zu unseren Geburtstagen auch schon beschenkt. Und letztes Jahr war ganz viel Konfetti drin, das hat jetzt Tanja übernommen. Und wir haben es jetzt so gemacht tatsächlich, also Feli und ich, weil Feli jetzt auch demnächst Geburtstag hat, dass sie mir ihre Wunschliste geschickt hat und ich ihr meine. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt drin ist, weil ich, ja, wie gesagt, keine Ahnung, auf meiner Wunschliste sind sehr viele Bücher. Also wirklich sehr viele Bücher. Oh, es ist like gravity. Das wollte ich mir an, also ich war an meinem Geburtstag Bücher shoppen mit einer Freundin und das haben sie nicht da gehabt. Wenn sie es da gehabt hätten, hätte ich es mir gekauft. Oh mein Gott, ja. Oh, da freue ich mich so sehr. Das wollte ich nämlich unbedingt haben und habe mich so geärgert, dass mein Thalia es nicht hatte. Und das Ärgern war grundlos, denn jetzt habe ich es trotzdem. Oh, ich freue mich so sehr. Oh, ich finde es so hübsch. Schaut mal, wie schön es ist. Oh je. Oh, wie schön. Ich danke dir, Feli, von ganzem Herzen. Du bist so eine tolle Person. Ich möchte dich wirklich nicht mehr missen. Und ich freue mich über jedes einzelne Ding, was du mir eingepackt hast. Und bin schon sehr gespannt, was du zu meinem Paket dann demnächst sagen wirst. Und ja, ich lese jetzt noch mal kurz euch vor, um was es da geht. So, und ich lese euch jetzt eben noch kurz vor, um was es in Like Gravity geht. Brooklyn Turner hat jahrelang schützende Mauern um ihr Herz errichtet. Mauern, die mittlerweile unüberwindbar scheinen. Denn seit Bee als Sechsjährige den Mord an ihrer Mutter mit ansehen musste, fehlt ihr der Mut, sich emotional auf andere Menschen einzulassen. Doch als auf einmal Finn Campers in ihr Leben tritt, verschreckt ihn Bees abweisende Art nicht. Ganz im Gegenteil, er scheint absolut fasziniert von ihr und je mehr Zeit Bee in Finns Nähe verbringt, desto stärker spürt auch sie die Anziehungskraft zwischen ihnen. Aber kann Bee es wagen, Finn zu vertrauen und ihr Herz für ihn zu öffnen? Und ja, ich finde, das klingt so toll und es stand so weit oben auf meiner Wunschliste. Deswegen bin ich super glücklich, dass ich das Buch jetzt habe. Und ja, das war jetzt das Unpacking von meinen zwei Geburtstagsüberraschungen, meine Überraschungspakete sozusagen. Und ja, alle anderen Neuzugänge, die ich mir an meinen Geburtstag gekauft habe, seht ihr dann natürlich im Oktober im Neuzugänge-Video für den September. Und ja, hier nochmal an beide, also an Tanja und an Feli, ein riesengroßes Dankeschön. Ihr habt meinen Geburtstag um einiges besser gemacht und ich freue mich unheimlich. Ich liebe es, Sachen auszupacken und ja, allein schon, dass ihr euch die Zeit genommen habt, was zu besorgen, euch Gedanken zu machen, es einzupacken, es loszuschicken. Und ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Und damit schließe ich jetzt dieses Video. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen restlichen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!